Quinte, die Perle am Wallensee. Auf einem kleinen Landvorsprung am Wallensee wachsen Kiwis und Feigen. Mediterranes Klima, autofrei. Quinten lebt, einmal touristisch. Mit dem Schiff und zu Fuß von Wallenstadt oder Wesen her können sie scharenweise aus allen Teilen der Schweiz auf Quinten. Tagsüber. Am Abend bleiben dann nur wenige dort zu Quinten. Schade findet das die Stiftung Quinten lebt, weil Quinten, das wissen all die, die dort noch wohnen, ist eben auch ein wunderschöner Wohnort. Familien mit Kind werden mit 200 Franken pro Monat und Kind unterstützt, wenn sie auf Quinten wohnen können. Das bis zu einem Maximalbezug von 20'000 Franken pro Kind. Zahlt wird bis zum 20. Lebensjahr und eben, wenn man die Schrift auch zu Quinten hat und dort wohnt. Von Seiten der Gemeinde wird es nicht gern gesehen, dass man mit finanziellen Anreiz auf Quinten lockt. Zahlen tut aber ausschließlich die Stiftung Quinten lebt. Die haben auch die Raupenzucht lanciert und aus einem abbruchfälligen Objekt mitten in Quinten rein jetzt ein wunderschönes Gebäude mit Restaurant, Hotelzimmer und zwei Wohnungen gebaut. Die Dachgeschosswohnung, die ist noch frei. 134 Quadratmeter mit Seesicht. Am 13. Juni war die Eröffnung und auf die konzentrieren wir uns. Der Joel Schmid ist Präsident der Stiftung Quinten lebt und er hat die zahlreichen Besucherinnen und Besucher am 13. Juni mit Freude begrüßt. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen hier im Dörfli 1370. Wie die meisten wissen, ist Dörfli 1370 ist Versicherungsnummer, ist aber auch für uns in der Stiftung Synonym für ein Projekt, das 2017 gestartet hat, zusammen mit zwei anderen Projekten. Heute darf ich sagen, dass zwei Projekte, unter anderem das Projekt hier, Dörfli 1370, zum Abschluss gekommen ist. Und das freut mich außerordentlich. Offiziell begrüßen möchte ich den Dr. Robert Siegrist von der Hans und Hilde Schütze Stiftung in Zürich. Der Herr Siegrist. Susanne von Rechenberg, Gemeinderätin von Chur, die uns beehrt, extra von Chur gekommen ist. Muchas gracias, danke vielmals. Dann haben wir den Mike Ecke, Stiftungsratskollege von mir. Vielen herzlichen Dank, Nationalrat. Der ausnahmsweise keine Session hat müssen auslassen heute und trotzdem gekommen ist. Vielen herzlichen Dank. Dann natürlich das Architektenteam, Auer und Conte, Daniel und Sascha. Steht doch schnell bitte auf, dass man euch sieht. Unser Architektenteam, merci vielmals. Dann haben wir meinen Stiftungsratskollegen, den Dr. Mark Anthony Nye. Ich bin sehr stolz, mit dir im Stiftungsrat zu sein. Vielen herzlichen Dank, Mark, dass du da bist. Dann der Stiftungsrat von der Hans und Hilde Schütze Stiftung in Corpore. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Vertreter von der Presse, links und rechts wird das salutiert von der Presse. Vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Mühe genommen habt und hergekommen seid. Und natürlich, last but not least, unser Gastgeberteam, der Johnny, hat sich versteckt. Der Johnny ist jetzt wie beim Soufflierkasten. Der Johnny, der Johnny, der Johnny! Genau, der Johnny! Der Ale und der Göck, unser Tremondi-Team, wo wir sehr stolz sind, dass ihr da seid. Vielen herzlichen Dank, unser Gastgeberteam, von heute und auch für die Zukunft. Dörfli 1370, wie ihr es hier seht, wunderbar. Ich bin stolz darauf, dass wir es heute haben. Was sehen wir, wenn wir das Dörfli 1370 sehen? Nicht nur ein wunderschönes Haus, sondern wir sehen Wohnungen für junge Leute, die den Wohnsitz haben, hier in Quinten. Das ist ganz wichtig für uns. Wir haben eine Dorfbäckerei, der Göck. Wir freuen uns, bei dir frisches Brot zu holen. Das ist wunderschön, eine eigene Dorfbäckerei in Quinten. Wer hätte das gedacht? Wir werden aber auch einen eigenen Dorfladen haben mit Quinten Produkten, wo Produkte aus der Region sind, aber auch spezielle Produkte von Tremondis, die wir holen dürfen. Also ein weiterer Laden eigentlich. Man kann sagen, quasi ein richtiger Wirtschaftszweig, oder, den wir hier aufzüchern. Sensationell. Dann natürlich ein Restaurant mit 30 Innenplätzen und 45 Aussenplätzen. Das ist da, wo ihr jetzt sitzt. Ein Bed and Breakfast mit 5 Zimmern. Das alles ist Projekt Dörfli 1370 und widerspiegelt eins zu eins den Stiftungszweck von der Stiftung Quinten lebt, Arbeitsplätze und Wohnraum hier in Quinten zu schaffen. Vielleicht noch eine kleine History zum Gebäude. Was lange währt, wird gut.
Die Leute, die ein bisschen länger da sind, wissen, seit 20 Jahren war das eine Bauruine. Man ist immer daran vorbeigelaufen. Es gibt auch Leute, die sagen, es sei seit 100 Jahren eine Ruine, es sei immer etwas herumgemächt worden. Ich habe jetzt einmal auch so die 20 Jahre aufgenommen. 2017 durfte das Stiftung übernehmen, hat die Hand gewechselt. 2018 haben wir dann angefangen mit der Projektierung und mit der Eingabe an Behörden. 2019 haben wir einen ersten Stopp gehabt. Wer selber schon mal bauen hat, weiss, bauen kommt immer teurer, als man denkt. Oder? Auf einmal will man das noch, will dieses noch, da ist eine Kostenüberschreitung. Die Mehrkosten haben uns dann zu einem Stopp gezwungen. Wir mussten dann wieder diese Lücken schliessen. Dass die Lücke geschlossen hat können werden, hat maßgeblich mit dem Herz zu tun, mit dem Herrn Sigrist. Er wird nachher auch noch das Grußwort an uns richten. Aber schon im Vorfeld einen vielen herzlichen Dank an ihn und seine Stiftung, die uns geholfen hat, die Finanzierungslücke zu schliessen. 2019 im Oktober haben wir dann den Baustart gehabt, die ersten Arbeiten. 2020, am 9. März, haben wir den Mietvertrag unterschrieben mit Tremondis. Und ein paar Tage später, ihr wisst es, 16.03. Lockdown, die ganze Schweiz war irgendwie paralysiert gewesen. Wir haben auch nicht ganz selber gewusst, wie es weitergeht. Und umso erleichtert und umso schöner ist es, dass wir heute eigentlich mit einer leichten Verspätung eröffnen dürfen und euch alle dürfen hier begrüßen. Ich denke, es ist für mich ein doppeltes Happiness, dass wir nach dem 16., wo wir nicht gewusst haben, in welche Richtung es geht, dass wir heute alle dürfen da sein. Heute haben wir einen wichtigen Tag für die Stiftung. Ich habe es bereits gesagt, nebst dem Projekt Raupenhotel und Siderraupen, wo sich etabliert hat, haben wir jetzt das zweite Projekt in dieser Stiftung, wo wir notabene 2017 initiiert haben, können zum Abschluss bringen. Zwei wichtige Projekte für uns, für die Stiftung und auch für Quinten. Das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn es nicht Spenden von verschiedensten Seiten gegeben hätte. Das ist mir ganz wichtig, allen, die da sind, recht herzlich zu danken für die Spenden, die eingegangen sind und geholfen haben, dass wir das Projekt da dürfen realisieren. Wie ich bereits erwähnt habe, ein maßgebender Beitrag ist von Zürich gekommen, von der Stiftung Hans und Hilde Schützen Stiftung. Und für das möchte ich jetzt gerne dem Dr. Robert Sigrist das Wort übergeben mit seinem Grußwort an Quinten und an uns. Ja, Robert Sigrist, jetzt stehen wir als Quinten miteinander vor einem Haus, das neu eingeweiht wird, das beizeit 365 Tage im Jahr, habe ich gehört. Beim Schaltjahr im Jahr sind es dann 366 Tage. Und der Joel Schmid, das ist eigentlich da der Matchmaker in Quinten. Wie bist jetzt du auf der Joel Schmid gekommen? Ja, das war ein Zufall gewesen. Ich durfte einmal vor ca. 3 Jahren eine Führung unter der Leitung von Joel Schmid erleben. Und nebst dem, dass die Chemie zwischen uns schnell gestimmt hat, bin ich beeindruckt von dem Quinten, den ich nicht gekannt habe, obwohl ich 100 Mal hier vorbeigefahren bin, auf der anderen Seeseite. Von dieser Idylle, von dieser gewissen Romantik, ja, auch von der Vegetation hier, es ist einfach wunderschön. Du bist jetzt nicht als Judoka da, du bist nicht irgendwie als Promoter von Töffsport da, sondern in einer Vertretung der Stiftung, ob Hans und Hilde Schützen Stiftung heisst die. Was machen die da? Das ist richtig. Das ist eine Erbstiftung, die 2012 gegründet wurde, wo ich präsidieren durfte und immer noch präsidieren. Der Stiftungszweck ist die Unterstützung der schweizerischen Bergbevölkerung. Wir unterstützen über die Stiftung Schweizer Berghilfe-Projekte, aber auch individuelle Projekte. Und so ist das nachher für uns ein ideales Projekt zum Unterstützen. Du bist Rechtsanwalt, du bist eben auch Judoka gsi und zwar nicht irgendeiner, wirklich ein guter, also ein Nationalcoach natürlich und du bist eben auch Promoter von Töffsport und so weiter. Du bist vielseitig interessiert. Würde es mich noch interessieren, ist das irgendwie so ein Herzblut, das jetzt hier auch für das schlägt oder ist es nur der Joel Schmid? Nein, es ist das Herzblut für die Natur, das ich sowieso habe. Ich bin auch sehr viel in den Bergen gsi, früher Gebirgsgrenadier gsi und habe eine Wohnung in Klosters. Ich bin sehr viel in der Natur, fische gern und ich habe einfach eine besondere Affinität gehabt, eine Emotion, die ich hier erlebt habe, unter der Führung des Schmid. Aber das ist eine angenehme Nebenerscheinung, dass wir uns verstanden haben. Es braucht am Schluss Menschen, die etwas umsetzen. Es ist die Region, die ich hervorragend finde, schön
idyllisch, wie gesagt, romantisch. Und gell noch, indem man sagt, es ist wunderbar und schön, idyllisch und romantisch, das allein lange natürlich nicht. Es braucht natürlich auch wirklich Unterstützung, es braucht auch Geld, es braucht auch irgendwas für Sacken, vielleicht auch von der Gemeinde, vielleicht von allen, von Swisscom, von der Schifffahrt. Also, es braucht eigentlich alles miteinander. Kannst du da Einfluss nehmen, jetzt wo du auch Geld investierst? Nein, da konnte ich nicht direkt Einfluss nehmen. Wir haben eine Spende gesprochen für die Stiftung Quinten. Und das war ein weiterer Punkt. Die Stiftung Quinten lebt. Das ist beeindruckend, wie sie sich für die Region einsetzen. Sie haben uns ein Konzept vorgestellt und ich bin überzeugt, dass die Träger dieser Stiftung das umsetzen und die Gespräche auch adäquat führen. Und das Ziel eben auch da moderat oder angemessen versuchen, die Umgebung zu retten oder am Leben zu erhalten, das hat mich überzeugt. Kapitän bist du noch nicht. Könnte es noch werden? Bootkapitän, Wallersee? Schiffskapitän. Nein, ich begnüge mich immer noch auf dem Egerisee mit meinem Fischerboot. Das hat 6,5 PS, da muss ich keine Prüfung machen. Das langt, aber ist auch gemütlich und ist auch in der Natur. Ja gut, dann kennst du dich raus. Mit 6,5 PS kann man auch schon locker Wasserski fahren. Das heisst mit anderen Worten, also, du bist jetzt gleich jemand, der vielleicht eher auf dem Wallensee oder vielleicht auch hier zu Quinten. Also ich bin jetzt sicher viel mehr auch da. Ich bin viel am Wallensee als Passant, aber ich glaube, ich werde mir jede Gelegenheit nehmen, um rüberzukommen, um hier zu wandern, da vielleicht auch mal zu übernachten. Ich glaube, das ist ein super Projekt, das hier umgesetzt worden ist. Was mich überzeugt hat, ist, dass man versucht, Arbeitsplätze zu schaffen und Wohnraum. Und das ist ja auch euer Ziel von der Stiftung, oder? Die Randregion auch zu retten. Unser Ziel ist es, die Bergbevölkerung zu unterstützen. Und das ist in der Bergregion 2 eingemietet oder eingezont. Und darum haben wir das dürfen unterstützen und machen das mit Begeisterung. Dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass das betrieblich jetzt auch funktioniert. Mein zweiter Wunsch ist, dass das angemessen betrieben wird, aber dass man auch den Mut hat zu Neuem, so wie sie jetzt da die Stiftungsräte umgesetzt haben. Auch Quinten wieder beleben mit Familie? Ja, das wäre wunderschön. Das wäre wunderschön und ich glaube für jede Familie, die da das Glück hat, dass ihre Kinder in dieser Ruhe und in dieser auch Bescheidenheit aufwachsen, die machen für ihre Kinder etwas Gutes. Jetzt sehen wir im Hintergrund, der Joel kommt gerade mit einem Kaffee raus, aber es geht langsam los. Gell? Also es ist Eröffnungstag jetzt. Das heisst mit anderen Worten, für dich auch irgendwie Freude herrscht, dass es jetzt so geklappt hat. Ja, für mich ist es wirklich ein spezieller Tag, zu sehen, dass das Investment, wenn man so will sagen, oder so will sagen, dass sich das gelohnt hat. Als ich die Ruinen damals gesehen habe, hätte ich nie gedacht, dass so etwas Schönes entsteht. Und wie die Leute, die jetzt das führen, betrieblich führen, mit Begeisterung und Freude das machen, das ist wirklich ein schöner Tag zum Geniessen und das Wetter stimmt auch. Der Bevölkerung vor Ort wünscht mir und auch der Interessensgemeinschaft Quinten nur das Beste. Geniessen Sie die Idylle, die Romantik, die Naturschönheiten. Sind Sie aber trotzdem offen für Neues, wie ihr das gemacht habt? Ich würde sagen, Quinten lebt, es lebe Quinten. Applaus für Tanz und Hilde Schütze-Schütze-Stiftung, Applaus aber auch für die Stiftung Quinten lebt. Applaus für Quinten. Corona war für einmal vergessen. Das Zusammensein zu Quinten, die Quintner und die vielen, die auf Quinten gekommen sind, das gemeinsame Engagement für Quinten, das ist an diesem Tag eindrücklich zum Ausdruck gekommen. Ein Freudentag im mediterranen Eckli im Wallensee, wo man die Seele eben baumeln lassen kann. Ja, und dann habe ich mich vom Kunsthistoriker, von Marc-Antoni Ney, begeistern lassen. Da hat es Zontreden, das haben wir hier aufbrechen müssen. Da ist einfach darum gegangen, eine Verbindung zu machen zwischen Restaurant und nachher der Obergeschoss mit dem Zimmer. Es hat in dem Haus eine historische Wand. Und die haben wir eigentlich behalten mit der ganzen Patina. Und, man sieht, zum Teil fällt er verputzt, dort ist eine Holzwand angestoßen. Das war das ehemalige Niveau. Und nachher haben wir einfach probiert, mit einfachen Materialien, die schön altern, also Holz, obendrauf der Beton. Und die Wände sind eigentlich Ziegelwände. Und nachher sind sie mit einer Lasur aus einer Kalkschlemme sind sie einfach gestrichen worden. Ist das noch schwierig mit den Bewilligungen? Es ist
eigentlich, dass Fassade in Holz ausgeführt wird, das war eine Empfehlung vom Verantwortlichen für der Denkmalpflege. Also eben einfach städtebaulich müssen einpassen von den Vorschriften her. Ja? Ich denke, ja. Und wir haben uns auch Mühe gegeben, dass es eben qualitätsvolle Architektur gibt. Wir haben Wert gelegt auf Einfachheit. Aber in der heutigen Zeit, wo der Standard ist, kompliziert zu bauen, wird es einfacher, teurer. Und natürlich eine wunderschöne Aussicht. He? Morgen die Aussicht aufstehen. Ist natürlich eins von der USP. Man hat Sicht auf den See. Und das Zweite, habe ich das Gefühl, in diesen Zimmern ist das Licht. Weil man verschiedene Lichtquellen hat, durch diese Strukturen, zeichnet das sehr schön den ganzen Innenraum. Und gerade wenn man so das Gesicht filmt, dann hat man das Gefühl, ja, man sieht schöner aus, als man eigentlich ist mit 63 Jahren. Und natürlich auf Luxus muss man gleich nicht verzichten. Also ja, es ist natürlich heute Standard im Hotel, dass jedes Zimmer seine eigenen Nasszellen hat. Die haben wir eingebaut. Das ist jetzt die Nasszelle von dem Zimmer. Hinten dran folgt die andere. Das war eigentlich ein offener Raum gewesen, und den haben wir so unterteilt. Aber eben jedes Zimmer eben hat eine einzelne Nasszelle, oder? Ja, und wir haben Künstler. Wir haben eine Künstlerin beauftragt und die hat für jedes Zimmer ein eigenes Farbkonzept gemacht, wo zurückgeht auf die Farben der Fische im Walensee. Ja, da machen wir es gerade mal die Probe aufs Exempel. Das wäre die Farbe hier. Jetzt nehmen wir die schönen Gesichter auf. Das ist ja vorher wirklich explizit erwähnt. Wir gehen weiter und schauen jetzt mal raus. Und schauen mal die Farbe. Ja, in der Tat. Ist wirklich sehr schöne Abstimmung. Überhaupt geil. Farben. Nebst dem, dass architektonisch dies und das auch wichtig ist, Farben spielt schon sehr eine grosse Rolle, oder? Farben transportieren Emotionen. Und Farben haben auch, jede Farbe hat eine andere Symbolik. Und je nachdem, wie man sie kombiniert, sehen sie wieder ein bisschen anders aus. Und das Ziel war es, einen Farbklang herzubringen, der eine gewisse Harmonie ergibt. Und der Farbklang hat die Künstlerin herausgefunden, indem sie Fisch analysiert hat. Und jeder hat das Gefühl, ja, die sind alle silbrig, aber es ist nicht so. Die Flossen haben eine andere Farbe, die Schuppen, die wir im Übrigen im Bad auch übernommen haben, haben eine andere Farbe. Und das haben wir probiert, hier zu integrieren. Du bist, so wie ich dir zuhöre, vielleicht auch mal Gast hier, hä? Nein, ich wohne hier in Quinta. Aber ja, schon, ich weiß schon, aber ich freue mich schon. Du schwärmst so, du möchtest schon gerne mal da reinschlafen, hä? Ja, wäre schön, aber ich freue mich, wenn meine Freunde, wenn sie hier auf Besuch kommen, dass sie hier reingehen und nachher hier einen wunderschönen Abend und eine wunderschöne Nacht verbringen. Gast werden sie im Restaurant, das ist klar. Da haben wir den Verkäufer da. Was für Wein verkaufen Sie da? Ja, der Quintner natürlich, oder? Wir haben ja da ganz schöne weiße und rote, ein bisschen Chardonnay, ein bisschen Riesling Silvaner und natürlich Blauburgunder. Und dann machen wir dann einen ganz feinen Federweiss, der ist sehr beliebt und trinkig, süffig, das ist das, was heute die Leute gerne haben. Und welchen Quintner hast du am liebsten? Uiuiuiui, ich bin ein bisschen älter geworden und trinke, ich habe gerne Weisse, aber trinke gerne auch jetzt, die länger sind mehr ein bisschen rot, ein bisschen peppiger, ein bisschen Körper und ein bisschen Bauch und ein bisschen alles miteinander bringen tun. Danke. Ich weiß jetzt, einer, der einen Quintner schön ausgreift, der Blauburgunder in der Barrique, das ist ein bisschen mein Wein, den ich jetzt heute gerne trinke. Ja. Und was meinst du zum 18er? Ja, der 18er ist schon viele schon getrunken, das ist ja schön. Und jetzt kommt der Wein vom 18er, den wir in die Barrique reingekommen haben. Der kommt jetzt in Verkauf.
schön ausbauen. Jetzt hat er eine Ruhephase gehabt und ich meinte, jetzt könnte man dann schön reinlegen und ein bisschen den auch kosten und probieren und ein bisschen geniessen. Ja. Also, die Fassade, die ist zweiteilig, der Hinterteil ist spätmittelalterlich. Aus dem 15., vielleicht sogar 14. Jahrhundert. Vorne war ein Holzbau und dann ist es noch ein Jahr hergekommen. Und vom historischen Haus ist das eigentlich geblieben. Und wir haben uns entschlossen, den Zustand vom Zerfall einfach zu lassen, neue Fenster reinzumachen. Und die erzählt natürlich relativ viel von der Art und Weise, wie man gebaut hat. Man hat zum Beispiel bei den Ecken hat man immer recht massive Steine gebraucht, weil da der Schub dann rausgeht, damit das Ganze hebt. Und hier bei den Türen, muss man sich vorstellen, da hat man ein Leergerüst gemacht mit Holz. Und dann hat man die Steine hat man gebogen. Und das ist der Schlussstein. Wo man den reingetan hat, hat man unten das Holz abtragen und das Ganze gehebt. Und wenn der rausnimmt, ist alles zusammen. Ja, genau. Ja. Und halt einfach wirklich, auch wenn man abschaut, auch wenn man jetzt ein Quintner ist wie du, es ist halt immer wieder etwas Spezielles, oder? Ja. Und es ist wie ein Fenster zurück in die Geschichte von dem Haus. Und wir haben es ja auch im Inneren, haben wir die alten Wände einfach so gezeigt. Wir wollen eigentlich, wir stehen zu dieser Geschichte, die das Haus hatte, und wollen das auch zeigen. Das ist klar, das wird natürlich kontrovers diskutiert hier. Ob man es verputzen hätte sollen oder nicht, aber das ist einfach meine Philosophie. Es hat einen Haufen Altbauten in, überall in der Schweiz, die haben eine Aussenhaut von 2018, 2019. Und das haben wir nicht wollen. Diese Aussenhaut sollte die bleiben, es sollte wirklich ein Fenster zurück sein ins Spätmittelalter. Trimondi, ihr seid das Dritte, gell, in diesem Fall? Wir sind das Dritte, genau, das ist korrekt. Aber Trimondi heissen wir nicht, weil wir das Dritte sind. Trimondi heissen wir, weil Trimondi sich innerhalb von diesen drei Welten Genuss, Harmonie und Kreativität bewegt. Wir kreieren auch immer jeweils drei Gerichte. Drei Vorspeisen, drei Pasta, drei Hauptgänge, drei Dessert. Und wechseln das aber dafür alle Monate, sodass auch jeder Stammgast immer wieder eine Varietät geniessen kann bei uns. Und das ein Schaltjahr 366 Mal pro Jahr? Nicht ganz. Wir haben einen Ruhetag, das ist der Montag, wo wir uns aus den Beinen ein bisschen, also ein bisschen ja, zurückziehen, damit wir eigentlich regenerieren und wieder für die anderen sechs Tage für unsere Gäste wieder da sind. Frei ein Wagnis oder denken ihr es halt? Es ist immer ein Wagnis, wenn man ein Business gründet in diesem Sinn, oder? Aber wir sind sehr zuversichtlich, wir vertrauen uns gegenseitig. Wir haben ein wunderbares Team, wo weiss, was zu tun ist, wo weiss, wie er die Gäste abholen muss. Und wenn das rum ist und die Interaktion mit dem Gast auch vorhanden ist, dann kommt das sehr gut. Also, ein bisschen Mut braucht es schon, gell? Mut braucht es auf alle Fälle. Und heute ist natürlich Rambazamba, gell? Heute ist Rambazamba, morgen wird auch Rambazamba sein und ich hoffe natürlich auch, all die nächsten Monate werden Rambazamba sein. Das hoffen wir auch, gell? In dem Fall viel Erfolg, oder? Was ist dein grösster Wunsch? Mein grösster Wunsch ist, dass die Gäste, die wir bei uns im Trimondi Boutique B&B Restaurant haben, dass wir die allenfalls jede Woche, jede zweite Woche wieder dürfen bei uns begrüßen, dass die zufrieden rauslaufen und wiederkommen. Wir haben vorhin gerade Joel gesehen, hat er euch daher geholt oder wie sind ihr darauf gekommen? Wie wir darauf gekommen sind, ist eigentlich ganz ein lustiger Zufall. Wir haben eine Ferienwohnung gesucht, haben keine Chance gehabt, um eine Ferienwohnung zu bekommen, haben gesehen, es wird ein Beizer gesucht oder eine Wirtenfamilie, haben uns darauf beworben, haben uns können durchschlagen durch ein paar Mitbewerber und siehe da, jetzt sind wir da und wir freuen uns. Schon. Wir haben nicht ein Schiff, wir haben ein kleines Boot, das uns mal überbringt. So. Das ist noch von Vorteil, gell? Es schafft Flexibilität, was man in Quinte ein bisschen mitbringen muss. Wenn man diese Flexibilität aber mitbringt, dann ist der Gegenwert extrem hoch. Es gibt noch viel über Quinte und über das Neue und über alle anderen Angebote zu erzählen. Ich habe dann aber eingeschifft auf morgen über und mit mir die beiden Architekten. Ja, jetzt fahren wir hier weg von Quinte. Man hat gesehen, ihr habt gesehen, ist das, was ihr geschafft habt. Es ist fast ein Wahrzeichen geworden von Quinte. Sind ihr ein bisschen stolz drauf? Ja, wir haben wahnsinnig gefreut, weil es ist wirklich auch ein altes Haus. Zum einen kleinen Teil, zum einen grossen Teil ist es ein neues Haus geworden. Die ältesten Wände sind älter als 350-jährig dort drin.
Und wir haben eigentlich probiert, wie ein Märchen zu erzählen über das Haus. Und die gute Substanz soll eigentlich wie ein Märchen zeigen, was da alles passiert ist in diesem Haus über die vielen Jahre. Und haben darum auch einen Haufen so low, oder wie es war, oder mal immer wieder gewisse Wände, oder? Genau, wir haben einen Haufen so low. Man hat ganz wenig überdeckt mit Putz oder mit deckenden Materialien. Man hat probiert, möglichst viel zu zeigen, was eigentlich die Geschichte von diesem Haus ausmacht. Natürlich eine wunderschöne Verknüpfung, gell? Von Altem, von Neuem, von Holz, von Farben. Ihr habt auch Farbsachverständige dabei gehabt, gell? Genau, wir haben das Farbkonzept entwickelt, für die 5 Zimmer, die es hat im B&B. Das sind im Walensee sind das so Grössenordnung. Die 5 wichtigsten Fische haben wir genommen, um die Farben ableiten für die einzelnen Zimmer. Die Zimmer haben jedes eigentlich eine andere Farbe bekommen. Einmal ist es ein Zegli-Zimmer, einmal ist es ein Forellenzimmer. Dann gibt es ein Zimmer, das eigentlich dem Hecht zugeordnet wird. Eins der Felchen. Und das letzte ist das von den Rotaugen. Und schon etwas Spezielles. He? Einfach nur mit dem Schiff erreichbar und natürlich eben auch an einer ganz speziellen Lage. Ist es ja schwierig, städtebaulich hier Bewilligungen überzukommen? Ja, wir haben da recht früh auch mit den Behörden Kontakt aufgenommen. Man hat früh probiert, miteinander das zu entwickeln. Und so hat schon seine Zeit gebraucht, aber das ist eigentlich gut gegangen, um die Bewilligungen überzukommen und das Haus können so jetzt auch umzusetzen. Und jetzt sind wir auch selber mal wieder zu Quinten? Ja, ich denke sicher, ja, dass wir da wieder können.